Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Reviews von mir. Diesmal dabei habe ich Teenage Mutant Ninja Turtles Band 5 und Heft 6 von Iron Man Thor, der aktuell laufenden Serie. Damit fange ich auch direkt mal an. Auf dem Cover sieht man schon die weibliche Thor, das machen die ganz cool bei Panini. Die wechseln sich jetzt immer so ab, irgendwie ein Cover Thor, ein Cover Iron Man. Finde ich cool und das, obwohl das Cover hier keines der offiziellen Cover wäre. Das hier wären die wirklichen Cover gewesen, die zur Auswahl gestanden hätten, wovon mir sogar beide besser gefallen hätten als das, was Panini ja mal wieder genommen hat. Trotz dessen, cooles Cover. In der ersten Storyline geht es ja darum, dass Tony Stark hingeht und alle Medien, die es überhaupt gibt, aufkauft, beziehungsweise in der Stadt, in der er momentan ansässig ist. Und weil er gute Publicity braucht. Hinter uns sieht man, wie diese Iron Man Rüstung, die in den letzten Teilen auch schon aufgetaucht ist, irgendwas mit Pepper Potts bespricht, weil ja der Iron Man, also Tony Stark, so umgekrempelt ist, seit dem letzten Event Axis, wo so das Böse von dem Guten nach vorne gekehrt wurde und von dem Bösen das Gute nach vorne gekehrt wurde. Hier sieht man die Besprechung, wo er da mit einem der größten Medienchefs sitzt und auch sein neues Maskottchen Team Abomination dabei hat. Es ist ganz cool, die ganze Sache dann da oben bei der Besprechung endet dann in einem großen Kampf. Viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass mich das Iron Man Heft wieder sehr gut unterhalten hat und dass die Serie nach wie vor Spaß macht. Und gerade der Cliffhanger, das am Schluss da war, was da noch passiert, wo ich jetzt nichts verraten möchte, hat die ganze Sache sehr gut abgerundet, sehr gutes Heft. Bei Thor geht es damit weiter, dass man ein bisschen von den Anführer von Roxxon sieht, wie er da zu seinen Kräften gekommen ist, dass er dieser Bullenkopf wird. Ist ganz cool gemacht, der hat halt irgendwie von so einer Höhle die ganze Zeit vor so einem Toten gebetet, bis er dann diese Kräfte bekommen hat und konversiert die getöteten Feinde, hier sieht man so ein paar Piraten, die Köpfe von denen, wo er die Köpfe am Leben hält, die eigentlich nur noch darum beten, dass sie umgebracht werden. Er ist mit Malekith was am Aushandeln, weil es eine dauerhafte Zusammenarbeit zwischen den beiden geben soll, weil er besitzt ja immer noch den Kopf von einem dieser Eisriesen, den Malekith unbedingt haben möchte. Und Thor ist auf der Suche danach, wer die weibliche Thor sein könnte und arbeitet seine Liste ab mit Personen, von denen er vermutet, dass es sein könnte und ist unter anderem auch bei Jane Foster, die ja zurzeit an Krebs leidet und in Asgard liebt, sich aber nicht von so Magiesachen heilen lassen möchte, nur mit irdischen Medikamenten, weil sie sagt, dass Magie halt immer seinen Tribut zollt. Viel mehr gibt es auch für den Zusammenhang, vielleicht noch für die Leute, die diese Agent of S.H.I.E.L.D. Serie feiern, dass der Typ, von dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, hier auch einen kleinen Auftritt hat, weil sie wollen ja jetzt irgendwie immer mehr in das Universum einbinden. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, weil das irgendwie so ein belangloser Charakter in meinen Augen ist. Auch ein sehr cooles Heft. Ich würde dem ganzen Heft wieder so 4 bis 5 von 5 Punkten geben, weil mich die Serie nach wie vor sehr gut unterhält und ist so von den Heftserien zurzeit so meine Lieblingsheftserie mit Superman, wo ich halt immer direkt weglesen muss, wenn es rauskommt. Auf jeden Fall Empfehlung von mir, 4 bis 5 von 5 Punkten, müsst ihr euch kaufen. Dann eine Serie, die mittlerweile schon ein bisschen weiter ist, die hängt ein bisschen hinterher, und zwar ist das Teenage Mutant Ninja Turtles Band 5. Ich glaube, mittlerweile müsste der 7. oder 8. von draußen sein. Ich war danach Band 2 ausgestiegen, hatte mir dann Band 3 bis 5 dann doch wieder geholt und denk mal, ich bin jetzt wieder raus. Die Serie macht zwar Spaß, wird ja auch von Eastman geschrieben bzw. gezeichnet, dass der die Turtles mit erfunden hat, der macht das auch ganz gut. Das sind so minimalistische, sag ich mal, so Independent-Zeichnungen, die bei den Turtles für mich persönlich aber sehr gut funktionieren. Es geht halt darum, dass man sieht, dass Shredder eine neue Kriegerin ausbildet, hier sieht man sie, und die Turtles auf der Suche nach einem neuen Unterkunft sind, noch wohnen sie in so einem Antiquitätenladen von dem verstorbenen Großvater von April O'Neil, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, und wollen so eine unterirdische Katakombe nehmen. Dann sieht man im Hintergrund, wie damals noch eine weitere Schildkröte gezüchtet wurde, bei der ein paar Sachen ein bisschen anders gelaufen sind, die eher bösartig vorgeht. Und die treffen dann zwangsläufig innerhalb des Bandes aufeinander. Es ist cool erzählt, es macht definitiv Spaß, und auch die Zeichnungen verhelfen den Comics zu einem coolen Independent-Stil, aber trotz dessen irgendwie brauche ich davon nicht noch einen Comic. Ich muss mal gucken, auf der nächsten Comic-Messe werde ich mir da vielleicht nochmal den Band 6 holen, aber so für 12,99 alle paar Monate sind mir die Turtles dann doch nicht wert. Dafür lese ich genug andere Serien, die ich dann doch besser finde als die Turtles. Wobei, wie gesagt, das Comic hat mir Spaß gemacht. Es gibt den Ding auch so 3 von 5 Punkten, also
Ist immer noch ein gutes Comic, allerdings auch nur für hart gesottene Turtles-Fans zu empfehlen, sage ich mal, weil es gibt halt echt bessere Comics als die Turtles. Trotz dessen, gutes Comic. Das war's für dieses Mal. Wenn ihr die beiden Sachen auch gelesen habt, ballert mir mal in die Kommentare rein, wie die euch gefallen haben. Ansonsten lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.